Hallo miteinander. Heute stelle ich euch in meinem Tierfilm ein kleines Tier vor, nämlich den Waldmistkäfer. Der Waldmistkäfer hat als Müllabfuhr des Waldes eine wichtige Funktion, weil er dafür sorgt, dass der Kot der Waldtiere entsorgt wird. Leider ist er etwas tollpatschig. Immer wieder entdecke ich bei meinen Waldläufen am Rücken liegende Käfer, die nicht mehr alleine hochkommen. So rette ich sie immer wieder aus ihrer misslichen Lage. Ja, schauen wir mal, was Wikipedia über den Waldmistkäfer schreibt. Der Waldmistkäfer ist ein Käfer aus der Familie der Mistkäfer. Er ist eine im Wald häufig vorkommende Art und ist in ganz Deutschland und Europa zumeist in Buchenwäldern heimisch. So auch in den Wäldern vor meiner Haustüre. Ja, diese Tiere kommen offensichtlich in ganz Europa vor, und zwar bis in den Westen Sibiriens und auch bis weit in den Norden, nämlich bis zum 67. Breitengrad. Und man findet sie sowohl im Flachland als auch in etwa 2000 Meter Höhe. Bei Wikipedia steht zudem auch, dass er oft auf Waldwegen vorkommt, was ich auch bislang feststellen konnte, und dass er sich nicht nur von Kot ernährt, sondern auch von Pilzen und Baumsäften. Und wie ich bei meiner letzten Tour feststellte, wie man dann im Film sieht, auch von toten Schnecken und ähnlichen. Im heutigen Kurzfilm stelle ich euch Mistkäfer vor. Die haben so die dumme Eigenart, oft am Rücken zu liegen und da nicht mehr hochzukommen. Und das schaffen sie seltsamerweise immer wieder. Heute musste ich wieder mal zwei Mistkäfer auf diese Art und Weise retten, einen sogar aus einer Wasserpfütze. Wie der folgende Film gleich zeigt. Wie es ist nur immer schaffen, die Mistkäfer. Müssen wir wieder retten. Oh Mann. Jetzt wieder. So, hier der gerettete Käfer. Ich hoffe, er fällt jetzt nicht gleich wieder um. Weil wenn die am Rücken liegen, dann kommen sie nicht mehr hoch, stellen sich ziemlich an. Und hier sieht man die Mistkäfer bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Eine recht träge Käferart. Hier macht sich ein Mistkäfer über einen anderen toten Käfer her. Dieser Mistkäfer macht sich über eine tote Nacktschnecke her. Der stellt sich auch recht an beim Vorankommen. Er hier ist etwas besser zu Fuß, kommt besser voran. Das war dann schon wieder mein Film zum Thema Waldmistkäfer. Wenn euch der Film gefallen hat, dann abonniert bitte meinen Kanal Maratomi.